Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 1. So, hier haben wir letztens aufgehört. Butler Herek. Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Krank im Kopf? Wer ist krank im Kopf? Glaub mir mal. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Du meinst so Leute wie der Grad Herek, also. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsakt. Genau. Nee, lass mal sein. Ich zahle keinen Schutzgeld. Ich kann auf mich selber aufpassen. Glaube ich zumindest. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Du wirst schon sehen, was du davon hast, ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Nein, danke. Wir sehen uns. Schon schaffen. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwyn unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Echt gehabt. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Alter, der ist krank. Der zückt die Waffe und will uns umbringen. Lauf, los! Was? Der ist krank im Kopf. Ah. Wie oft habe ich euch denn angesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Hast du mir doch gar nicht gesagt. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ach komm, das ist dein Selbstverschulden. Was bist du auch so blöd und baust die Hütte hier an einem Durchgangsweg? Tür 1. Tür 2. Die haben eine Tür reingeschlagen. Die laufen hier durch. Pech gehabt, mein Freundchen. Und hör doch auf die anderen. Aber der von gerade war echt krank. Der, wie hieß er nochmal? Da ist er. Jesse nicht. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwyn kein Schutzgeld zahlen. Ja. Was willst du? Dich warnen. Bloodwyn hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich hab zum Beispiel gesehen, wie er mit Herek darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herek betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Kein Problem. Aber wie soll er ihn bezahlt haben? Der ist ja so, Herek ist sofort auf uns losgerannt, nachdem wir mit Bloodwyn geredet haben. Nein, der... Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Der hat keine neue Antwortmöglichkeiten. Herek, sprechen wir ihn an. Jetzt ist er normal. Jetzt rennt er nicht mehr hinter uns her. Also ganz ehrlich, das ist doch eine Lachnummer von dir, Herek. Und wie soll er mit ihm geredet haben? Er hat mich ja sofort angesprochen. Also, ergibt keinen Sinn. Und du? Man muss eben aufpassen, was wie heißt du nochmal? Kyle. Kyle, du bist auch doof, wenn du eine Hütte da baust. Du warst es doch, genau, ja. Du bist auch doof im Hirn. Wenn du eine Hütte da am Weg baust, wo jeder durch möchte. Waren wir hier unten schon? Butler, das sagt nichts aus. Noch ein Butler. Butler, aber ich nenne mal, die heißen ja Butler, aber ich nenne die mal Butler. Obwohl sie jetzt natürlich Butler nennen. Whistler, ja, mit dem haben wir, glaube ich, schon geredet. Nein, haben wir noch nicht. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was?
Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Du hörst dich genauso an wie Diego. Genau die gleiche Stimme, das finde ich ein bisschen scheiße. Hätten die besser machen können. Mehr unterschiedliche Stimmen. Na gut, was für einen Gefallen möchtest du denn unbedingt von mir haben? Schieß los. Dann helfe ich dir vielleicht auch. Ja? Moment, kleiner Bug. Jetzt. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Warum sollte ich denn nicht unbedingt mit dem Erz durchbrennen? Ich meine, 100 Erz ist doch ziemlich viel. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. So, hab mich verklickt. Warum denkst du, dass wir nicht mit dem Erz durchbrennen? Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Okay, gib mir die 100 Brocken, ich hole das Teil. Dann bist du hoffentlich glücklich. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hole das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Kein Ding, ich hole das Schwert und du bist dann zufrieden, Whistler. So, dann laufen wir mal los. Der Händler Fink müsste hier unten sein. Gardist, Fink, Fisk, Entschuldigung, Fisk. So, der hat angeblich ein Schwert drin. Kann schon sein, aber ich will ein Schwert kaufen. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. So, da gibt es jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Machen wir erstmal vielleicht später. Vielleicht später. Und speichern, nämlich ich kenne das Problem in vielen Spielen. Einmal was Falsches gesagt und dann hat man ein Problem. Speichern wir, reden wir jetzt und notfalls laden wir den alten Safe. Ich glaube kaum, dass ich daran. So, oh, ich will ein Schwert kaufen. Ich will ein. Ich hab. Kostet. Whistler wolltest du es für 100 verkaufen. Whistler wolltest du es für 100 verkaufen. Ach, warte mal. Stimmt! Da hätte ich dir ja fast zu wenig abgeknöpft. Ich meinte natürlich 500. Was? 500? Zu wenig? 1000 sind dir lieber? Auch gut. Wenn ich es mir so recht überlege, ich glaube, ich behalte es einfach. Wegen Whistlers Schwert. Lass uns nochmal über Whistlers Schwert reden. Du kannst ihm sagen, er wird sein Schwert nie kriegen. Deswegen habe ich ein Safe angelegt, damit man ihn jetzt laden kann. Dann können wir nämlich das Schwert für 110 abkaufen und hoffentlich kriegen wir die 10 Erz von Whistler wieder. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Haben wir das Erz? Ja, wir haben das Erz. So. Kaufen wir es jetzt? Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert. Ja, jetzt nehmen wir es natürlich. Denn ich will ja... Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Denn ich will ja den Fürsprecher haben, nicht wahr? Also holen wir uns jetzt das Schwert ab, aber erstmal gucken wir... Also haben wir jetzt ja abgekauft, aber gucken wir erstmal, wie stark das Schwert ist. Wir wissen, das Schwert Stärke 20, Schaden 20 und Stärke 15. Deutlich besser als unser altes Schwert. Aber dennoch geben wir es zurück. Da stand ja auch gerade Wert 110. Das heißt, es hat auch einen Wert von 110 und nicht nur von 100 Erz. Da bist du kriegst dein Schwert. Aber erst die 10 Erzpunkte, wenn es geht. Festkill 110. Nicht vergessen. Die möchte ich wieder haben. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ja klar. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. So, ich hab dein Schwert auch gleich schon mal hier. Bitte sehr. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. So, danke sehr für den Handel. Danke sehr, dass wir das Schwert jetzt abgekauft haben.
dass wir es dir gegeben haben und dass du mir ein gutes Wort anlegst. Ich suche gerade nach dem Knopf, um zu gucken, wie viel Erfahrung man braucht. Es war der B-Knopf. Nee, das war nicht der B-Knopf. Dann sehen wir das Missionsmenü. Entschuldigung. Mhm, das sind die Quests, die wir haben. Okay, und müssen noch auch ein paar Quests erfüllt haben. Haben wir aber angeblich nicht. Aber wir haben doch gerade eine Mission erfüllt. Oder war das keine Mission? Hm, komisch, aber ist ja eigentlich auch egal. Seht ihr auch, zweiter Tag, 13:02 Uhr. Noch ganz neu hier. Naja. Jetzt suche ich aber doch noch die Taste. Ah, da ist sie. 460 Erfahrungen haben wir. 500 brauchen wir. 40 Punkte. Da gibt's ein Level Up. So. Hier ist ein Butler. Ja. Bloodwin. Haben wir schon mit geredet, dem alten Wichser, der uns verarscht hat, was verarschen möchte. Sly. Neu hier, was? Ja. Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Was denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt... Ach, der! Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay, dann suche ich ihn. Aber was bringt ein gutes Wort von dir? Bitteschön. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Danke, ich werde mal sehen, ob ich ihn finden kann. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay, dann werden wir gleich mal nach ihm suchen. Hier ist wieder ein Butler. Butler. Baltaran. Reden wir mal mit dem Baltaran, der gerade am Rauchen ist. Sumpfkraut oder auch Gras genannt. Na, komm schon, da ist er. Hi, ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baltaran. Baltaran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Schläft er den ganzen Tag? Oder wer ist das? Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Schön für dich. Wer ist denn der Schläfer? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Das glaubst du? Na gut, okay. Dass er zwar 1000 Jahre geschlafen hat, ein bisschen komisch. Und jetzt genau aufwachen soll. Jetzt genau, vor 5 Jahren, erste Vision. Aber okay. Wenn ihr daran glaubt, schön. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parvis müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Luxuriös. Na, erzähl mir mal was von den Lehren des Schläfers. Und schlaf mir dabei bitte nicht ein. Schläfer, was für ein Name. Nicht wahr? Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen,
deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Daran glaubst du? Er soll jetzt gerade aufwachen? Er macht Visionen? Wie schafft er das denn? Wie beweist er denn seine Macht? Wie geht das? Und wer sind die anderen drei Götter? Wer ist Inos? Hat er gerade erzählt, aber trotzdem, was sind die anderen beiden Götter? Alter. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Ja, wenn man auch Drogen nimmt, dann ist man high. Wenn man high ist, dann kann sowas passieren, dass man Bilder sieht oder was hört. Dann wird alles bunt um einen und verschwindet in einen Traum. Na gut, wie soll denn die Freiheit aussehen? Herr Baal. Es war doch ein Baal, oder? Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Du bist ja ziemlich überzeugt von dem Schläfer. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Eigentlich habe ich einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ach. Und woher hast du den? Den haben dir die Magier gegeben, bevor sie dich hier reingeworfen haben. Richtig? Ja. Du bist ganz schön dumm, das so rumzuerzählen. Aber keine Sorge. Ich behalte's für mich. Nur tu dir selber einen Gefallen und erzähl es keinem anderen, ja? Die Leute hier schneiden dir für sowas die Kehle durch. Die Belohnung, die es für eine Nachricht aus der Außenwelt gibt, will jeder gerne kassieren. Natürlich. Ich muss in die Burg, kannst du mir helfen? Geh mir nochmal die andere Antwort durch. Ich muss in die... Das ist nämlich immer interessant. Ich will dann jemanden dort treffen. Verstehst du? Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Kommen die Magier denn raus? Es ist einer der Magier. Bitte. Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Stimmt, genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Ja? Okay. Dann bietet euer Lager ja viele Möglichkeiten. Mehr Geld, also mehr Erz für wenig Arbeit, günstige Objekte. Also ihr kriegt das Erz ja durch euer Sumpfkraut und Drogen. So. Hey du, dein Glück. Jetzt such den Kartenzeichner. Wo ist der denn? Ich glaube, der hieß Graham oder so. Aber wo ist der denn? Graham, nein, hier sind nur Butler. Trollololololol. Wo ist Graham? Hier ist ein Schatten. Wer ist das denn? Hey, du!
Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Aber mal's für dich. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Cool, aber ganz ehrlich, halbe-halbe wäre mir lieber. Oder? Ja, halbe-halbe. Nein, wir machen halbe-halbe. Oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Okay, okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Später. Ich bin dabei. Gut, sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Später gehen wir los, aber ich bin dabei. Ganz ehrlich? Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Okay, wir machen die Prüfung später. Nicht die Prüfung, wir machen die Aufgabe bei dem später, das Amulett zu besorgen. Besten Grave. Wir machen die Aufgabe auf jeden Fall später. Wenn wir das Lager verlassen. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Und wie willst du das denn anstellen, mein Freund? Sag mir das mal. Wenn ich Ärger habe, willst du helfen? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay, also bist du so ein Mittelmann. Ich glaube, ich habe Ärger. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Ich denke schon, aber ich warne dich. Die Sache kann dich zwischen 100 und 500 Erz kosten. Teuer. Mit Gomez habe ich zwar keinen Ärger, aber... Mit Gomez. Soweit ich weiß, hat er kein Problem mit dir. Mach dir keine Sorgen. Schön. Kannst du mir sagen, wer dazu gehört? Zu den einflussreichen Leuten. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Ja. Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Nicht schlecht. Die ganzen Leute kennst du? Die helfen dir? Okay, so. Ach ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist ein See, beziehungsweise ich nehme mal an, das ist die Kloake des Spiels. Also Kloake in dem Sinne, die Burg und das Wasser. Das dürfte die öffentliche Toilette gewesen sein. Hier ist ein Butler. Wen suchen wir denn jetzt? Whistler nicht. Den Kartenzeichner, genau. Wo ist denn der Kartenzeichner? Wo ist der denn nur? Sly, mit dem haben wir schon gesprochen, oder? Ja, haben wir. Wo ist der Kartenzeichner? Butler. Nein, das ist er nicht. Butler, auch nicht. Kessel, nein. Nein. Scheiße. Wo ist der Kartenzeichner? Hey du! Nein, hier drin nicht. Hier ist er nicht drin. Grim.
warst doch der... Was hast du da drinnen getrieben? Genau, du warst der mit dem Amulett. Nee, du warst es auch nicht. Wo ist der denn? Und wo ist Diego? Diego? Wo ist Diego? Erstmal mit Taurus reden. Einfach mal so. Ja. Nichts Neues? Wo ist der Kartenzeichner? Wo? Wo Diego? Diego war auch nicht da. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Komm mit. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Nein, danke. So, reden wir mal. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Schön für dich. Haben wir eine Überraschung. Verpiss dich! Na, war schon genug für dich? Los, verpiss dich. Verpiss dich. Willst du einen Moment allein sein, hm? Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Nein, verpiss dich. Ende. Nicht im Hintergrund halten. Verpissen. Das war gerade der... Den haben wir doch schon mal am Anfang gehabt. So eine Art Bug. Der hat mir doch immer gefolgt. Lass dich von mir... Oh nee, ey. Der folgt mir jetzt. Den haben wir aber am Anfang mal beleidigt. Mit verpiss dich, ohne dass er was gesagt hat. Kannst du einen Moment bitte mal die Klappe halten? Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Danke. Verpiss dich. Verpiss dich. Willst du einen Moment... Ja, möchte ich. Am besten bis zum Ende des Spiels. Ich hasse den Typen. Ich hasse den Typen. Man müsste mit ihm mal nach draußen gehen und von Wölfen zerfleischen lassen. Na, das ist brutal, aber trotzdem. Wo ist der Kartenzeichner? Hier ist er nicht. Es ist doch zum Verrücktwerden. Der Kartenzeichner ist weg. Matt, oder wie der heißt, verfolgt mich. Glaube ich jedenfalls. Hey, ich trau mich gar nicht nachzugucken. Hey, das sind Gardisten. Hast du noch mal Glück gehabt? Da ist der Matt. Och nee, ey. Bitte nicht. Hau ab. Dann nochmal gucken. Hier ist er auch nicht, der Kartenzeichner. Der Kartenzeichner dürfte Graham heißen. Hat auf jeden Fall einen Namen, das weiß ich. Hey, du. Das du lernst hey, du. Schnell. Da ist auch keiner hey. Drin. Hey, da. Da hast du noch mal Glück gehabt. Hey, weiß. Du. Och nee. Bleib aus den Hütten draußen. Wo ist denn der Kartenzeichner? Matt, nicht schon wieder. Verschwinde. Tut er sowieso nicht. Butler, Butler. Was sind das denn für Hütten? Hey du. Lol, voll die große die Tür. Richtige Entscheidung. Voll die riesigen Türen sind hier. Die richtige hey, Entscheidung. Im Winter dürfte das aber ziemlich kalt sein. Wegen Neck. Wegen Neck? Ja. Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem La... Okay, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich will Neck finden. Das ist klar. Hier brauchen wir noch 40 Erfahrungspunkte, dann können wir mit dem da oben reden. Vielleicht gibt es ein Level Up, dann können wir ein paar Skills kriegen. Ein Butler, ein Schatten. Nichts Besonderes. Dann suchen wir mal ganz kurz nochmal den Typen, der, den wir wegen Neck ansprechen sollen. Wenn wir den finden. Wo ist denn der jetzt hin? Alter, sind alle Leute weg oder was? Nein, das ist nur geil. Der war das mit der Hütte. Der hat mir eine Hütte geschenkt. Danke, das ist nur ein Schatten. Fletcher, wie er hieß. Der Tür. Wo ist Fletcher? Butler, Butler, Butler. Butler. Bruno. Butler, Schleifstein. Nochmal Bruno. Oh, der Kartenzeichner, ich hasse den. Den finde, der so scheiße versteckt wahrscheinlich. Oder es ist so offensichtlich. Fleischwanzen. Das ist wahrscheinlich so offensichtlich. Und wir finden den einfach nicht. Hier unten war die Arena. Hier war Sketti und hier war Kirgo. Genau, und die anderen Kämpfer. Namen nicht vergessen. Sketti stand da gerade. Hier drin? Nein, oder? Gucken wir nach. Ne, das ist nicht die Hütte von dem Kartenzeichner. Wahrscheinlich für Sketti. Hier oben, hier ist auch keiner drin, aber das ist auch nicht seine Hütte. Hier ist ein Brunnen, aber auch kein
Nichts von Neck, nichts von den Kartenzeichnern. Butler, Schatten. Ich glaub, das ist doch scheiße hier. So viele Kraftausdrücke stammen von mir, also echt jetzt. Hey du, Glück gehabt. Das dürfte die Hütte des Kochs gewesen sein von Snap. Wassereimer hilft uns aber auch nicht weiter. Da sitzt einer drin, aber es war jemand anderes, ein Butler. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Warum nicht? Bist du taub? Noch ein Schritt und du bist Futter für die Würmer. Nee, du, Futter für die Würmer, hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Warum darf ich nicht in die Burg? Ich will da rein, ich habe einen Brief für den Feuermagier. Und Diego ist spurlos verschwunden. Ach nee, da ist er. Okay, gut. Alles gut, Leute. Kannst du mir sagen, wie es bei mir steht? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Ja. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern willst. Vielleicht. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Habe ich vor. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Danke. Wer war nochmal Dexter? Mach's gut. Wer war nochmal Dexter? So, suchen wir mal die Hütten ab. Hey, du. Nein, das ist er nicht. Hey, du. Das ist er auch nicht. Was hast du da drinnen getrieben? Hey. Das wird Eos Hütte hier links. Was hast du da drinnen getrieben? Nix getrieben. Nein, hier unten war der Koch. Snaff, aber auch kein Zeichen von dem Kartenzeichner. Butler und noch ein Butler. Schatten, Butler. Ey, unser Verfolger ist, glaube ich, weg, der uns immer genervt hat. Wenigsten Moment allein sein, kann ich verstehen, ich halte mich im Hintergrund. So, ich schlafe auf einmal bis Mitternacht. Hey, du, raus hier! Ja, sofort. Ich will keinen Ärger mit dir, mein Freund, kein Ärger. Ganz schnell! So, jetzt müssten alle in den Hütten sein. Hey, du! Die richtige Entscheidung. Nein, er ist es nicht. Muss auch einer mit Namen sein. Ich glaube, Graham oder so heißt er. Hier vielleicht? Nein, das ist ein Schatten nur. Aber jetzt haben wir bessere Chancen, ihn zu finden. Hier waren wir gerade. Das ist nur ein Schatten. Du lernst schnell! Nur ein Schatten? Butler? Schinken? Nein, das hey, du, ist ein, wenn du das unbedingt willst. Oh, renn! So schnell wird er aggressiv, so schnell. Da hast du noch mal Glück gehabt. Die Stimme hört sich gerade voll alt an. Da hast du noch mal Glück gehabt, wie ein Rentner. Hey du! Raus hier! Die richtige Entscheidung. Eins nervig bei dem Spiel. Jeder Charakter sieht gleich aus. Jeder Charakter von dem Butler sieht gleich aus. Oder fast gleich. Von den Leuten, von den Schatten sieht man ja noch mal ein paar Unterschiede. Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nein, danke. Ich glaube, ich schaff das so. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Klein. Tschüss. Butler. Ach, da nee, hast du noch mal Glück auch nicht ab. Da. So schnell verändert er übrigens seine Stimme. Das vielleicht? Graham, ich hab ihn! Juhu! Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Ja!
Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Diego schickt mich. Bitte gib mir eine Karte. Bitte. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Er sagte geben, nicht verkaufen. Also her mit dem Ding. Dieser Abzocker. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Rück die Karte raus oder ich polier dir deine Fresse. Rück die Karte raus oder ich polier dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Danke, so einfach geht das. Hat er kein Schutzgeld gezahlt? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Einfach nur mal. Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Einfach nur mal, um die Preise reinzuholen. Hammer möchte ich nicht kaufen. Nee. Karte der Kolonie 50. Übersicht altes Lager 40. Wasser? Nö, ich brauche nichts. Danke. Danke für die Karte. Dann nehme ich die Folge. Nähert sich dem Ende, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, euer Hocker.